Comics und Mangas, das ist die Welt von Adriano Lacci. Der 17-Jährige möchte später einmal Architekt werden. Das Zeichnen hat er von seinem Vater gelernt. Der hatte in Buenos Aires Arbeit gefunden. Die Familie siedelte um von Peru nach Argentinien. Dann ließ der Vater Frau und Kinder sitzen, ohne Arbeit, ohne Einkommen. Adrianos Begabungen helfen ihm nicht. Als Ausländer erlebt er in Buenos Aires Anfeindung und Ausgrenzung. Schmutziger Peruaner nennen sie ihn oder Bolita. Bolita bedeutet Bolivianer, eine sehr beleidigende Art, jemanden zu bezeichnen, sehr. Sie haben mich so genannt, aber ich habe mich dran gewöhnt und habe mir gedacht in meinem Kopf, ich bin, was ich bin. Aber meine Mutter, sie wird noch viel mehr beleidigt, weil wir nicht so einen starken peruanischen Akzent haben, meine Mutter aber wohl. Und viele Leute nennen sie abschätzig, Peruanerin, du kommst doch nur, um zu stehlen. Mercedes Lacci ist ein Opfer der Wirtschaftskrise in Argentinien 2001. Migranten wie sie haben es seitdem besonders schwer. Sie kann für sich und ihre Kinder nur eine winzig kleine Wohnung mieten, insgesamt knapp 20 Quadratmeter. Alle schlafen hier in einem Raum. Mehr kann sie als Tagelöhnerin nicht aufbringen. Ihre ganze Kraft widmet Mercedes Lacci der Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder. Sie sollen es einmal besser haben. Das ist alles, was ich will, dass sie eine bessere Zukunft haben, nicht das hier. Und wie stellen Sie sich diese Zukunft vor? Sie sollen einen Beruf haben, studieren und eine gute Arbeit haben. Das ist das Wichtigste. Das will auch Adriano Lacci und geht deshalb abends noch einmal in die Schule. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Party, ist ein Projekt, das junge Ordensschwestern in Buenos Aires mit Unterstützung von Adveniat aufgezogen haben. Kinder aus armen Familien bekommen hier Nachhilfe und persönliche Betreuung. Schwester Paula Iramain ist Missionarin vom auferstandenen Christus. Dass man ihr das nicht ansieht, gehört zum Konzept. Das Ziel unserer Arbeit ist es, mit den Jungs und Mädels zusammen zu sein. Mehr wie eine Art Begleitung, eine erwachsene Freundin, die in der Nähe ist, die verfügbar ist, wenn man etwas braucht. Einfach Anwesenheit. Wir glauben an die Kraft der Präsenz mitten unter ihnen. Das Angebot der Schwestern will ein Stück Gerechtigkeit schaffen. Und wer sich in Argentinien keine teure Privatschule leisten kann, ist auf das staatliche Bildungssystem angewiesen. Und das ist nicht gut. Die Lehrer sind schlecht ausgebildet und unterbezahlt und deshalb wenig motiviert, sich für ihre Schüler einzusetzen. Sie helfen uns nicht, die normalen Lehrer. Sie lassen uns einfach sitzen, lassen uns alleine lernen und wenn wir etwas nicht verstehen, dann ist es den Lehrern egal. Sie schicken uns nach Hause, ohne dass wir irgendwas gelernt haben. Und deshalb ist es hier besser, weil sie uns alles erklären, helfen und dazu sind sie auch noch wie gute Freunde. In der Schule ist das anders, die Lehrer behandeln uns auf andere Weise. Hier ist der Austausch größer, es ist alles sozialer. Das ist es. Das Jugendprojekt der Ordensschwestern ist ganzheitlich und umfassend. Es geht nicht nur um Lernen und Nachhilfe. Jugendliche, die am Rand der Gesellschaft stehen, sollen spielerisch die eigene Kraft entdecken, die eigenen Begabungen erkennen und Selbstvertrauen lernen. Das ist der Weg aus Isolation und Einsamkeit. Ich glaube an einen Gott, der dort ist, wo Leben ist, wo Freude ist und im Grunde eben Jugendlichkeit. Wir glauben, dass das ein sehr wichtiger Teil des Lebens ist, dass man Spaß hat, spielen kann, Freunde kennenlernen kann, dass man ausgelassen sein kann und mal richtig froh sein kann, weil das Leben sonst nur traurig und bedrückend ist. Das hat eine ganze Menge mit der Kirche und mit Gott zu tun. El Arranque haben die Schwestern ihr ambulantes Jugendzentrum getauft. Auf Deutsch heißt das so viel wie der Anlasser. Eine Starthilfe für den Weg in ein gutes Leben, Schritt für Schritt.